für mich ist schon dieses sehr, sehr interessant, diese Internationalität, die Verschiedenartigkeit der Messestände, wie die Mitarbeiter an den Ständen stehen, wie sie wirken, wie die Atmosphäre ist, die ist sehr gut auf dieser World of Exhibitions in Berlin. Und man merkt sofort, an welchem Stand welche Atmosphäre herrscht, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen, ob der Vorgesetzte einen netten Ton den Mitarbeitern gegenüber hat. Und an diesem Stand, wo eine gute Stimmung herrscht, kommt ein Kunde sehr viel lieber als an einen Stand, wo der Stand zwar wunderschön designt ist, aber die Mitarbeiter sehr steif sind, sehr unfreundlich, kein Interesse zeigen. Es ist sehr, sehr wichtig, seinen Besucher wertzuschätzen. Den meisten Messebetreuern ist gar nicht klar, was für eine Chance eine Messe bietet. Sie ist ja nicht billig, es gehört sehr viel Vor- und Nachbereitung dazu. Und wenn ich nun meinen Kunden nicht wertschätzend behandle, dann habe ich mir ganz schnell Aufträge vertan. Und wertschätzende Kommunikation heißt, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, ihn erstmal ankommen zu lassen, nicht nur von sich zu reden, sondern den Kunden kommen zu lassen, ihn reden zu lassen, sich in den Kunden hineinzufühlen. Ich halte meine Seminare in englischer und spanischer Sprache, natürlich auch in deutscher Sprache. Und das Internationale ist mir sehr wichtig, zumal ich aus Lateinamerika komme, dort aufgewachsen bin. Ich würde sagen, ich bin 20 Mal in meinem Leben umgezogen. Ich war lange in England und kann mich daher sehr in internationale Gäste hineinversetzen. Denn gerade für diese Mentalitäten, egal ob es ein Schweizer ist oder ein Araber, dieses, dass ich den anderen respektiere, dass ich auch aus seiner Nationalität lernen möchte. Was ich sagen will, ist, diese Nationalitäten, für die ist es sehr wichtig, dass ich erst einmal eine Beziehung aufbaue, bevor ich lange, lange, lange erstmal gar nicht an einen Geschäftsabschluss denke, sondern erstmal den Menschen kennenlernen möchte. Denn der ausländische Gast möchte wissen, haben wir dieselbe Wellenlänge, kann ich mich auf ihn verlassen, können wir letztendlich jahrelang Geschäfte miteinander machen.